Ihr habt das vielleicht mitbekommen, auf Telegram, auf Twitter wurde ein Post geteilt. Ein vermeintlicher Bildartikel mit folgender Überschrift: Muslime gründen erste Partei in Deutschland. Steinmeier begrüßt die Gründung der NPD als Unterüberschrift. Und dann zur Erklärung folgendes: Laut Forster und Inzer über 7%. Der Einzug in den Bundestag geht als sicher. Ich möchte auf dieses Thema mit euch eingehen. Ich möchte das gleich vorweg sagen. Es ist ein Artikel, der mehrfach, der 10.000 Aufrufe hat, der gefälscht ist. Aber ihr habt anhand der Reaktionen gesehen, wie ängstlich die Menschen sind. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass ich das ganze Thema aufgreifen möchte. Und ihr wisst, dass ich bin sehr kritisch in vielen Dingen. Ich habe mich für Remigration ausgesprochen und versucht, das Ganze zu erklären. Und ich möchte auch hierzu mich äußern. Ich möchte das Ganze machen aus einer Sicht, die ihr vielleicht teilen könnt, nämlich aus einer islamkritischen Sicht. Damit möchte ich das Ganze versuchen zu bewerten und mir einmal jeden einzelnen Aspekt angucken. Ich werde dann versuchen, kritische Stimmen ebenfalls zu beantworten und das Thema einmal komplett zu beantworten aus meiner bescheidenen Sicht. Das heißt, lasst uns das machen. Ich habe mir verschiedenste Punkte aufgeschrieben, die ich mit euch durchgehen möchte. Als erstes, welche Ängste habe ich bei einer islamischen Partei? Und dann werde ich versuchen, das Ganze mit einem Kritiker zu diskutieren. Sind meine Ängste begründet? Ich werde dann auf Entwicklungen eingehen, die in Deutschland stattfinden und welche ich davon für wirklich kritisch halte, weil die zu garantierten Problemen führen. Ich werde dann eingehen auf Änderungen, die ihr bestimmt gehört habt. Es ist nämlich eine Sache, die gerade passiert ist. Es gibt eine schnellere Einbürgerung. Deswegen ist es ja auch so, dass die unter anderem die CDU davor warnt, dass es eine Ablegerpartei der AKP geben könnte. Im Grunde genommen eine Erdogan-Partei hier in Deutschland. Ich möchte darauf eingehen, warum ich glaube, dass es diese Änderungen gibt und was all das bedeutet. Lass uns das machen. Ich habe mir verschiedenste Notizen gemacht und ich werde das Video kürzer machen, weil ich nicht Stunden mit euch reden möchte. Aber lasst uns da starten. Lasst mich meine Ängste als Islamkritiker nennen. Ich habe Angst, dass man mir meine Grundrechte entzieht. Begonnen damit, dass man die Scharia einführt, habe ich Angst, dass man mir die Dinge nimmt, die ich liebe, die mein Leben ausmachen. Begonnen beim Bier hin zum Schnitzel. Ich habe dann Angst, dass man die anderen Rechte einschränkt. Meine Frau, die wird ein Kopftuch tragen müssen. Das will ich nicht. Ich habe dann Angst, dass ich nicht respektiert werde, weil ich eine andere Religion habe. Ich höre überall auf YouTube, dass Muslime sich nur gegenseitig respektieren sollen und dass Ungläubige keinen Wert haben. Das ist das, was man unter sich wohl kommuniziert. Das bedeutet, ich am Ende, ich werde Bürger zweiter Klasse sein in meinem eigenen Land. Und dann als nächstes werde ich im Grunde genommen all die ganzen Dinge ertragen müssen. Und welche Beispiele habe ich dafür? Jedes islamische Land. Egal welches ich nenne, aber wir sehen das gerade, der Iran. Ein korruptes Land. Der sich der Demokratie entgegenstellt. Derjenige, der sich im Grunde genommen gegen Israel stellt. Ich möchte lieber ein demokratisches System, als dort zu leben wie die. Jetzt weiß ich, das ist eine Behauptung, die mir jetzt ein Kritiker genannt hat. Das solle Armut sein. Das solle gar nicht Islam sein. Ich werde euch gleich zeigen, warum ich das für falsch halte. Aber wenn wir in der Zeit zurückgehen, dann müssen wir eine Sache wertschätzen, die ich noch nicht verstehe, dass der Islam im Grunde genommen den Iran freigehalten hat. Dass, wenn wir zurückgehen in das Jahr 1950, dass in ganz Asien der Iran das freieste Land war, trotz des Islams. Das heißt, im Grunde genommen kann es also für mich auch nur so sein, dass es sich anscheinend nicht durchgesetzt hat. Wie kam es eigentlich zu der Änderung? Und das ist jetzt ein interessanter Fakt, weil das eine Sache ist, die wir jetzt erst seit 10 Jahren sagen können, weil die Amerikaner das zugegeben haben. Ich möchte das vorlesen, das ist ein Zitat. Ich habe Barth gefragt und Barth antwortete mir folgendes: Amerika hatte maßgeblichen Einfluss auf den Putsch 1953. CIA und MI6 planten und finanzierten die Operation Ajax. Könnt ihr die Operation Ajax mal googeln? Die zum Sturz des demokratisch gewählten Mossadegh führte. Und dann zur Einsetzung des Schahs
der pro-westlich ist. Das heißt, im Grunde genommen, wenn ich das richtig verstehe, in einem freien Land haben wir im Westen zu einem Putsch beigetragen, damit dann ein pro-westlicher Führer eingesetzt wird. Aber im Grunde genommen spielt das für mich erstmal keine Rolle. Und als kleine Randinfo für euch, der Schah wurde kurze Zeit später auch gestürzt. Wisst ihr warum? Weil auch er irgendwann gesagt hat, dass diese ganzen Bedingungen, die man dem Westen gibt, unter anderem die Kosten für Öl beispielsweise, ich weiß nicht, ob ihr euch damit auskennt, aber es war damals unter dem Schah beispielsweise so, dass man die Felder gemietet hat. Ihr habt das Feld gemietet und dann konnte aus diesem Gebiet so viel Öl transportiert werden, wie man wollte. Es war im Grunde genommen so, dass man dieses Land also komplett ausgenommen hat. Und was dazu dann führte, dass man gesagt hat, stopp, das wollen wir nicht mehr. Und als man gesagt hat, wir wollen das nicht mehr, gab es den nächsten Putsch. Und das führte dann dazu, dass man sich radikalisiert hat. Man hat die Muslime dort an die Macht gelassen. By the way, das ist eine Sache nochmal, die ich als Islamkritiker komplett unterstütze. Ich bin ein Riesenfan des amerikanischen Systems, weil wir für Freiheit stehen, für Demokratie, im Gegensatz zu den Moslems. Das bedeutet, wenn die Amerikaner jetzt Vorteile für sich wollten und wenn das bedeutet, dass sie dann die demokratischen Wahlen dort nicht unterstützen, dann mag ich das. Und weil ich immer treu zu meinen Werten stehe, fordere ich das Gleiche für Deutschland. Wenn wir in Deutschland die AfD wählen wollen, weil die irgendwie nationalistische Interessen vertritt, dann fordere ich, dass die Amerikaner da einsetzen, dass sie mit all ihrer Macht dagegen vorgehen und dass sie die Grünen an die Macht bringen. Weil das ist das Einzige, was ich dann kongruent dazu sagen kann. Richtig? Weil die Grünen im Grunde genommen, die vertreten ja amerikanische Interessen. All das, was passiert, all die Dinge, die man macht, wenn die im Grunde genommen für nachhaltige Energie stehen, die dann für uns nicht förderlich ist, wenn dann die Firmen nach Amerika gehen, weil es dort den Inflation Reduction Act gibt, dann mag ich das. Es mag dort Subventionen geben, die Firmen mögen Deutschland verlassen. Aber sie bleiben immer in Amerika und ich will ein freies demokratisches System. Nationalistische Interessen sind mir egal, Hauptsache, der Islam setzt sich nicht durch. Und ihr wollt doch das Gleiche, oder? Ihr wollt doch dem Iran keine anderen Rechte zugestehen. Das heißt, wir alle sind der Meinung, dass man unter anderem dafür einstehen sollte. Und wenn die Amerikaner uns sagen, dass es jetzt langsam Zeit wird, dass wir aufrüsten, dass wir die NATO-Vorgaben erfüllen, dann bin ich da ebenfalls für. Mir geht es nur um die amerikanische Vorherrschaft. Wenn man möchte, dass wir unter anderem immer mehr uns aufrüsten, dass wir uns bereit machen auf einen Krieg gegen Russland, weil das ist ja eine Sache, auf die wir uns vorbereiten müssen, dann will ich das. Ich will, dass wir uns gegen dieses sozialistische System aufstellen, den diktatorischen Putin. Ich will meinen Sohn in den Krieg schicken. Das ist das, was ich möchte, um die amerikanischen Interessen zu unterstützen. Das Problem, das ich nämlich sonst sehe, ist, dass es irgendwo ein islamisches Regime geben könnte. In meinen Augen war es absolut legitim, dass die Amerikaner einen Staatspräsidenten stürzen. Denn sie haben das weit bessere System. Sie sind frei. Und wenn die Amerikaner glauben, dass das besser ist, dann ist das immer noch ein Plus. Das Gleiche halte ich auch richtig für Deutschland. Wenn die Amerikaner es für richtig halten, um die amerikanische Vorherrschaft am Laufen zu halten, dass wir nicht die AfD wählen, sondern die Grünen. Dann halte ich das für richtig. Die Grünen sind immens wichtig. Vergessen wir die ganzen nationalistischen Interessen. Wir sollten nicht eigennützig sein. Es geht darum, dass wir das System am Leben erhalten. Und die Grünen sich auf nachhaltige Energien fixieren, die dann die Firmen abwerben über den Inflation Reduction Act, die im Grunde genommen die Deindustrialisierung in Deutschland vorantreiben. Das ist ein Übel, das ich in Kauf nehmen muss, damit meine Einstellung überlebt. Und wenn das bedeutet, dass ich weniger Wohlstand habe, ist das nun mal so. Und all die Leute, die das nicht ertragen, wie im Iran, diese ganzen unprivilegierten, dummen Leute, dann ist das deren Pech. Das Ganze geht weiter, wenn die Amerikaner sagen, ich muss mich gegen Russland rüsten, weil die barbarisch sind, weil die ein diktatorisches System haben. Putin, der Diktator, der Mörder. Dann muss ich mich dafür rüsten. So wie damals Trump gesagt hat, wir werden teuer dafür bezahlen müssen. Wir werden im Grunde genommen aufrüsten müssen. Wir müssen uns um unsere Sicherheit kümmern. Sehe ich ein. Ich will mein Kind in den Krieg schicken gegen die Russen, weil die Amerikaner das für wichtig erachten. Und es gibt hier keine nationalen Interessen. Denn ich verstehe, dass mein System der Freiheit das einzige ist, was ich zu schützen habe.
Und by the way, warum wählen die ganzen Idioten eigentlich die AfD, die ich überhaupt nicht mag? Warum gibt es Leute, die überhaupt noch nationalistische Interessen haben? Weil es denen anfängt, immer schlechter zu gehen. Das verstehe ich. Und warum wählen die Leute nicht? Weil es ihnen noch zu gut geht. Das wissen wir alle. Wir sagen das auch. Warum wählen die Leute keine AfD? Es geht ihnen noch zu gut. Aber wir wissen eine Sache, je schlechter es ihnen geht, sobald sie merken, sobald sie anfangen zu frieren, sobald sie sich die eigenen Dinge nicht mehr leisten können, da werden sie offen werden. Brot und Spiele, nichts betäubt uns so sehr. Wenn wir nicht mehr hungrig sind und unterhalten werden, interessieren wir uns nicht dafür, was passiert. Aber ich sage euch, es ist immens wichtig, dass wir das eigene System schützen. Und auch wenn wir ein klein wenig darunter leiden, dann ist das nun mal so. Aber mir geht es darum, dass ich das ganze System erhalten möchte. Und die Iraner hätten genau das Gleiche machen sollen. Sie hätten akzeptieren sollen, dass man ihre Rechte, ihre Pflichten, ihren Wohlstand, dass man den nicht akzeptiert, alles für die Amerikaner. Aber jetzt bin ich immer noch der Meinung, wie kommt es überhaupt, dass die Iraner dann, wenn sie vorher so ein freies Land waren, wie kommt es dazu, dass sie sich überhaupt einem so strikten Regime unterworfen haben? Das können wir ganz einfach ansprechen. Ihr merkt das vielleicht. Habt ihr mitbekommen, dass es gerade die Banken gab, die unter anderem die Beziehungen mit Russland abgebrochen haben in der Türkei? Das heißt, türkische Banken haben gesagt, dass obwohl sie davon profitieren, dass sie den Handel nicht mehr treiben werden. Erstmal. Warum? Aus Angst vor Sanktionen. Wirtschaftliche Verluste. Und wirtschaftliche Verluste führen zu massivsten Konsequenzen. Verarmung der Bevölkerung, Unsicherheiten, Putschversuchen, Ideen, Veränderungswillen. Das gleiche ist im Iran passiert. Wir haben das mitbekommen. Wir haben mitbekommen, dass das Land sanktioniert wurde aufs Härteste. Und die Menschen hatten plötzlich mit verschiedensten Dingen zu kämpfen. Hunger, Krankheit, so. Und welche Möglichkeit blieb also dem System? Irgendein hartes, ein autoritäres Regime einzuführen. Das haben sie gemacht. Das musstet ihr machen, um das Volk unter Kontrolle zu halten. By the way, eine Sache, die ihr vielleicht auch in Deutschland seht, oder? Bekommt ihr mit, dass wir immer mehr Armut haben? Es war ja früher so, dass wir kommuniziert haben. Wir brauchen Wirtschaftswachstum. Das haben wir nicht mehr. Wir haben jetzt die Kommunikation nach Einsparen. Wir sollten weniger duschen, den Waschlappen benutzen, weniger Fleisch essen für das Klima. Warum eigentlich? Warum gibt es so viel Unzufriedenheit? Weil eine Sache okay ist, wenn ihr einen gewissen Lebensstil habt. Nichts ist schlimmer, als einen gewissen Standard zu verlieren. Ihr alle mögt jetzt noch in der Lage sein, Fleisch zu essen. Wir haben Diskussionen darüber, was menschenverachtend ist, welche gewissen Dinge. Man braucht einen Fernseher, dies und jenes. Absolut abgehoben vom Rest der Welt. In Ländern wie Indonesien sind die Menschen verhungert zur Pandemie. Aber wir reden, führen eine Debatte darüber, was man haben müsse, das sonst menschenverachtend ist. Und in Ländern wie dem Iran musste man dann Systeme einführen, die repressiv sind. Die Bevölkerung unter Kontrolle halten, damit man diesen ganzen Wohlstand, den man verloren hat, dass man den einspart. Kommt ihr es mit gerade? Dass man Parteien verbietet? Dass man Freiheiten einschränkt? Aufgrund von Armut? Aber warum muss es der Islam sein? Muss es der Islam sein? Sind es islamische Diktaturen? Erinnert euch an Ägypten, die Regierung Sisi. Sisi hat dort die religiösen Führer gestürzt. Ihr habt dort einen Militärputsch gehabt. Und was ist dann passiert? Die Amerikaner haben das Ganze anerkannt. Man hat sich natürlich dagegen gewehrt. Mensch, hier, dort, die Leute, die anerkannt waren, die habt ihr gestürzt. Aber was macht man jetzt? Man unterstützt sie. Was schreibt der Spiegel, by the way, zum Militärregime in Ägypten? Er schreibt, Zitat, mit hartem Kurs gegen die Muslimbrüder verärgert Ägyptens neue Führung ihren internationalen Partner. Das Land isoliert ihre Partner stärker, als es die Moslembrüder je vermochten. In einem Land, das immer ärmer wird, müsst ihr, wenn ihr gewisse Rechte ausführt, müsst ihr Repressionen einführen. Ihr müsst die Leute unter Kontrolle halten. Eine Möglichkeit sind beispielsweise, sagen wir, strikt islamische Länder, Länder, die eine islamische Regierung haben. Wir bekommen das mit, wenn wir uns den Irak angucken, beispielsweise, wenn wir uns Afghanistan angucken, dann fing man dort an, dass ihr dort ein sehr islamisches Regime habt. Aber es ist auch möglich, ein Militärregime einzuführen. Ihr bekommt das mit. Euch bleibt bei Armut keine andere Möglichkeit, als die Bevölkerung repressiv zu behandeln, als ihnen alle möglichen Grundrechte wegzunehmen. Freie Meinungsäußerung, das ist etwas, wenn ihr Geld habt, wenn ihr Brot und Spiele habt, wenn die Menschen hungrig sind,
steht ihr immer in der Gefahr, dass sie sich irgendwann auflehnen. Und nochmal, hier ist man schlimmer gegen Volk und Mut. Jetzt stelle ich euch eine Frage. Warum ist es dann so? Und wisst ihr das? Dass Amerika Ägypten unterstützt? Wie kann es sein, dass man das macht? Das sind doch all die Grundrechte, die wir eigentlich wollen. Menschenrechte werden dort mit Füßen getreten. Ihr habt das mitbekommen, man verärgert uns. Man lässt die unter anderem die Muslim Brotherhood, die lässt man nicht frei sprechen. Warum eigentlich? Weil es eine politische Partei ist? Weil die gewählt werden könnte? Weil es im Grunde genommen die Opposition ist? Das heißt, Ägypten verbietet die Opposition und wir unterstützen sie jährlich mit 1,3 Milliarden. Wir unterstützen also das Land neben Israel, zwischen den Feinden vom Iran etc. mit 1,3 Milliarden, sodass diese das stärkste Militär dort haben können? Warum eigentlich? Das weiß ich alles nicht. Aber es ist garantiert nicht demokratisch, Menschenrechte werden nicht eingehalten und es scheint so, als ob die auch nicht viel besser agieren, als wir uns das vorstellen können. Aber meine Angst ist immer noch begründet. Denn das ist eine Sache, die mir gesagt wird, der Islam, der schätzt mich gar nicht. Die Moslems, die werden unter sich bleiben, die werden mich nicht respektieren. Ich bin weniger wert als ein Hund. Dass sich das in der Praxis nicht zeigt, das verstehe ich auch noch nicht. Dass jetzt beispielsweise Saudi-Arabien, die Vereinten Arabischen Emirate etc., dass die alle Beziehungen zu Israel erhalten und den Iran abwerten, aus finanziellen Gründen, das verstehe ich noch nicht ganz. Aber das ist eine Sache, die sich in Deutschland garantiert ändern wird. Dass all diese Länder im Grunde genommen immer noch finanzielle Interessen vertreten und der Iran bisher das einzige Land ist, der sich dagegen stellt, das kann ich noch nicht ganz einschätzen, aber ich sage euch, dass es zu Problemen führt. Und wenn wir jetzt ganz kurz über die Probleme sprechen, werde ich euch sagen, was ich hier auch denke. Weil wir haben verschiedenste Ängste, die hier eintreten in Deutschland. Eine gewisse Agenda. Oh, hier das Transgender-Gesetz, bla bla bla. Wir haben Angst, dass man schwache Männer haben möchte. Ich sage euch, das ist nicht unser Problem. Unser Problem, das wir dort haben, wenn wir uns all diese Gesetze angucken, ist, dass wir eine verweichlichte Gesellschaft an sich haben, weil wir reich geworden sind. Wir haben in Deutschland 1,4 Millionen Millionäre. Könnt ihr euch die Zahl vorstellen? 1,4 Millionen Millionäre. Wir haben das Problem, dass viele Menschen keinen Job mehr annehmen möchten. Warum? Weil es uns zu gut geht. Wir haben den Wohlstand, den wir gar nicht mehr erhalten können. Schröder ist damals da eingetreten. Er hat unter anderem verschiedenste Gesetze eingeführt, den Mindestlohn runtergesetzt, all das. Warum? Damit die Menschen anfangen zu arbeiten. Aber unser Problem ist nicht, dass man uns weich machen möchte. Das ist die Verschwörungstheorie. Man führt eine Agenda ein von Transgendern etc. Man versucht, freie Liebe einzuführen. Frauen sollen sich nicht schlecht fühlen etc., weil man schwache Männer braucht. Falsch. Man muss das gar nicht einführen. Es braucht gar keine große Agenda dafür, weil wir automatisch schwach werden. Um was musstet ihr noch kämpfen? Gewalt. Wo habt ihr das im Alltag erlebt? Das war lange Zeit, wenn wir in die 80er, 90er zurückgehen, war das eine Sache, wo gab es körperliche Auseinandersetzungen? Es war im Grunde genommen friedlich. Ihr hattet keine Massenschlägereien, keine Leute, die euch auflungern. Ihr musstet euch nicht sorgen um Raub. Ihr konntet euch mit Dingen beschäftigen, die im Rest der Welt unglaublich sind. Zur Pandemie sind in Indonesien damals die Menschen gestorben an Hunger. In Deutschland haben wir gesprochen darüber, wie unbeschreiblich es sein könnte, uns zum Arbeiten zu zwingen, während eine Krankheit rumgeht. Arbeit in diesem Falle sei unzumutbar. Das sind Probleme, die es nirgendwo sonst in der Welt gibt. Wir sind im Grunde genommen so dick geworden, so fett, so weich, dass all diese ganze Diskussionen, die wir haben, dürfen Personen sich schlecht fühlen. Dass die öwitzig geworden sind und dass unsere Generation automatisch verweichlicht ist. Und deswegen habe ich auch gar keine Angst mit all diesen ganzen Dingen, was Transgender angeht etc. Weil das ein Problem ist, das sich automatisch löst. Wir verlieren gerade den Wohlstand, weil wir nicht in der Lage sind, ihn zu erhalten. Und mit diesem Verlust werdet ihr härter werden. Es wird Männer geben, die hart sind, die sich durchkämpfen. Man wird die Verantwortung wieder abgeben an die maskulinen Männer, die Dinge versuchen werden zu erreichen, die toxisch sind, wenn ihr so wollt, die dann dieses ganze konservative Wertemodell zurückbringen. Und ihr werdet all das mitbekommen. Und wenn wir darüber sprechen, ist das eine Sache, vor der ich wirklich Angst habe. Ich habe keine Angst vor der oder der Sache. Ich habe Angst vor Armut. Weil Armut sorgt dafür, dass wir nicht mehr in der Lage sind, differenziert zu agieren. Wir sind nicht in der Lage, abzuwägen, ist das jetzt gerecht oder nicht, sondern wir werden radikal.
Wir haben lange Zeit vorher Angst gehabt, irgendwelche Dinge anzusprechen. Es war unmöglich, Debatten zu führen über Remigration, über dieses oder jenes. Aber inzwischen ist es so, dass wir keine Angst mehr haben vor einem gesellschaftlichen Abstieg, weil der Abstieg an sich da ist. Es ist okay, gewisse Dinge nicht zu haben. Jeder kann damit leben. Kein Ferrari zu haben, das nicht zu haben oder jenes. Ihr seht das in ärmeren Ländern, wenn ihr zu Besuch seid. Die Menschen dort können glücklich sein. Nichts ist schlimmer als Standards, die man hat. Sachen, die man unbedingt braucht, um sich wohlzufühlen, die zu verlieren. Und das sind Dinge, die ihr gerade alle miterlebt. Und damit wird die Situation eindeutig radikaler. Und wir alle bekommen das mit. Das heißt, wenn wir das sehen, sage ich euch, welche Entwicklungen passieren hier gerade? Wir haben die Einbürgerung. Aus welchem Grund? Warum ist es so, dass jetzt beispielsweise türkischstämmige schneller eingebürgert werden sollen? Warum soll allgemein die Einbürgerung schneller stattfinden? Soll ich euch meine Theorie dazu nennen? Ich habe da keine Ahnung. Aber bevor ich mir jetzt Folgendes sage, bevor ich mir sage, oh, es geht darum, dass man mein Land islamisieren möchte, würde ich auf Gründe eingehen, die dem Staat weit mehr nutzen oder eventuell auch fremdbestimmten Mächten, die das große Sagen haben im deutschen Staat. Als erstes gehen wir darauf ein, welches Framing dann passieren würde oder welches Framings es gibt. Es ist als erstes so, dass all die nationalistischen Parteien, die wir haben, die im Grunde genommen eine Einwanderung stoppen wollen. Wir können davon ausgehen, dass all die neuen Wähler diese nicht wählen. Richtig? Das ist das Erste. Das heißt, ihr hattet als erstes eine Schwächung der AfD, im Grunde genommen ein Gegenpart, weil all die Leute, die jetzt eingebürgert werden, wie wir sind, 50.000 im ersten Jahr, in den nächsten Jahren um die 1,5 Millionen, von denen garantiert keiner eine Partei wählt, die diese Personen wieder rauswirft. Das bedeutet, ihr hattet als erstes das. Das heißt auch, dass, sofern wir davon ausgehen, das ist ja eine Verschwörungstheorie, dass es die Schwächung Deutschlands gäbe über Migration. Dass man damit unter anderem verschiedenste Teile der Gesellschaft schwächt, dann wären das Dinge, die Sinn ergeben würden. Richtig? Wenn ihr solche Sachen pusht, wenn ihr im Grunde genommen euch für die Einbürgerung einsetzt, und ich sage euch jetzt einen zweiten Grund, den ich sehe bei dieser Einbürgerung, und das ist eine Sache, die ihr alle mitbekommt, wir kommunizieren von Krieg in Europa. Es ist so, dass Pistorius das gesagt hat, wir können damit rechnen, in 5 bis 8 Jahren wird es zu einer Konfrontation kommen. Das Ganze wurde jetzt verkürzt durch einen Geheimdienstleak, durch ein Geheimdokument, das vom Verteidigungsministerium angeblich geleakt wurde. Und da wird gesagt, dass es schon nächsten Monat zur ersten Konfrontation kommen könnte, dass Russland im nächsten Monat eventuell mobilisieren könnte. Dass wir uns darauf bereit machen müssen, in diesem Jahr Krieg mit Russland zu führen. Und ich sage euch das, mein Sohn ist gerade geboren. Mein Sohn ist halb Russe und halb Deutsch. Und das, was uns gesagt wurde von der deutschen Botschaft, war Folgendes, dass wir gucken müssen, wie das sei, ob es vielleicht so ist, dass er seinen Pass abgeben müsse. Weil gerade der deutsche Pass spielt eine essentielle Rolle. Und das im Kriegsfall. Sobald ihr Militärdienst antreten müsst, müsst ihr euch entscheiden. In manchen Ländern ist es verboten, für 2 Länder Militärdienst zu machen. Aber es ist dann so, dass ihr euch entscheiden müsst. Militärdienst, das Land im Kriegesfalle zu verteidigen, braucht Staatsbürger, sodass ihr eingezogen werden könnt. Im Kriegesfalle möchte niemand deutscher Staatsbürger sein. Auch ihr nicht. Wenn ihr in Deutschland seid, das ist der Punkt, wo Leute aus Russland, aus der Ukraine geflüchtet sind. Und wir stellen das ja propagandistisch dar, als ob niemand für den Krieg einstellt. Ich sage euch, keiner möchte sein Leben geben für Interessen von irgendwelchen Eliten, die uns im Grunde genommen gar nichts angehen, von denen wir nicht profitieren. Wir wollen alle Frieden. Und das, was hier gerade passiert, dass man Leute schneller einbürgert, das führt nicht nur zu Rechten, es führt auch zu Pflichten. Und in der Situation, in der wir uns gerade befinden, wäre das Letzte, was ich denken würde, oh, hier bürgert man jetzt diese Feinde ein. Sondern was ich euch sage, ist, dass es hier jetzt eine Regierung gibt, die in keinem Interesse handelt, die nicht aus Gutherzigkeit einfach sagt, oh ja, wir geben all diesen Menschen mehr Rechte, ohne dass wir ihnen die Pflichten aufbürden. Die Pflichten werden genauso kommen. Und was ihr euch fragen müsst, ist, kann es sein, dass wenn es jetzt darum geht, 1,5 Millionen neue Soldaten zu bekommen, dass da irgendetwas Größeres ansteht? Das wäre die Angst, die ich viel, viel eher hätte, bevor ich die Angst hätte, dass man mir irgendwo Bier und Schnitzel verbietet. Ich habe gesehen, dass die islamischen Staaten nirgendwo unheimlich groß zusammenhalten. Dass man viel, viel eher dazu geneigt ist, auf sein eigenes Interesse zu achten. Und wenn man euch als Deutschen eine Sache auferlegen kann, dann ist das wirtschaftliche Tüchtigkeit,
Und wir sprechen nicht darüber, dass es in Deutschland verschiedenste Probleme gibt, die ich angesprochen habe, wo ich gesagt habe, gewisse Dinge müssen wir offen kommunizieren können. Aber ihr dürft nicht auf Dinge reinfallen, wie hier Angstmache, wo falsche Zeitungsartikel geteilt werden, wo man euch im Grunde genommen von der CDU etc. aufwiegelt und euch erklärt, dass ihr alles tun müsst, dass das bloß nicht eintritt, weil man euch dann die Freiheit nimmt. Die Freiheit, die werden wir, wenn alles so weitergeht mit der jetzigen Regierung, eh verlieren. Weil das nicht möglich ist, sie zu erhalten. Und ihr seht das. Mit unserer ach so freien Ampel geben wir all die Rechte auf, die im Grunde genommen ein demokratisches System ausmachen. Und das ist das, was ich euch hierzu sagen möchte. Ihr solltet das bedenken. Ich bin aber gerne interessiert an eurer Meinung. Ihr könnt mir ja gerne widersprechen. Aber das war's erstmal hiermit. Bis zum nächsten Mal.